In Israel setzen Mediziner systematisch bei der Krebsvorsorge auf KI. Was müssten wir hier in Europa machen, um das auch so hinzubekommen? Ist das ein Weg vorwärts? Wie sehen Sie das? Ja, gute Frage. Also wir haben ja jetzt ab 1. Juli die Aktivierung des Einladungsprogramms für die Darmkrebsvorsorge. Und da werden also auch Briefchen eingesetzt, also so kleine Testkits, mit denen man Blut im Stuhl feststellen kann. Das ist ja ein Symptom beim Darmkrebs. In Deutschland hat man sich nun entschlossen, diese Stuhlbriefchen nicht direkt an die Patienten zu verschicken, sondern die müssen sich das beim Hausarzt abholen und müssen das auch wieder abgeben. Nun sind das ja 50-Jährige, 55-Jährige, die im Berufsleben stehen. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie groß die Neigung ist, das zu machen. Was kommt dabei raus? Wir setzen einfach nicht genügend auf den Patienten. Wir vertrauen dem nicht genügend. Ich denke, künstliche Intelligenz könnte diese Vorsorgestrategien ganz erheblich schärfen. Wir wissen zum Beispiel, dass mehr als 30% der Krebsfälle bei den jungen Patienten, zumindest Darmkrebs, Brustkrebs, familiär bedingt sind. Wir kennen einige Gene, die das Risiko erhöhen, und wahrscheinlich sind aber auch noch eine ganze Reihe Kombinationen von Genen, komplexe Hintergründe nicht erleuchtet, die wir durch künstliche Intelligenz identifizieren können. Wenn wir das richtig nutzen würden, würden das den Patienten zugänglich machen, dann könnten wir maßgeschneiderte Früherkennungsstrategien für die Patienten bereitstellen. Und die würden die gerne nutzen. Wenn wir mit den jungen Patienten sprechen, dann haben die ein ganz, ganz pragmatisches Verhältnis dazu. Es wird immer viel darüber diskutiert, ob man erbliche Veranlagungen zu Krebs oder so etwas überhaupt wissen will. Was sagen die jungen Leute dazu? Die sagen, naja, wenn es Konsequenzen hat, wenn ich bessere Früherkennung haben kann für mich und meine Verwandten, dann will ich das natürlich wissen. Wenn nicht, dann brauche ich das nicht wissen. Ganz pragmatisch. Diesen pragmatischen Ansatz würde ich mir in der Politik wünschen, und ich würde mir wünschen, dass ganz unkonventionell da die Türen geöffnet werden, anstatt diese verklemmten Diskussionen zu führen, die wir dann oft in der Öffentlichkeit hören.